da seid. Bruder Games ist wieder am Start. Und zwar heute mal mit einem wichtigen Thema. Ihr könnt es ja schon unten im Titel erkennen. Die heute unser Fanpaket, das wir erhalten haben, das werden wir heute mal auspacken und euch mal zeigen. Und ganz wichtige Sache ist, ich habe die Klebeband schon mal abgemacht, liebe Leute. Danke nochmal an dieser Stelle. Die Person weiß auf jeden Fall Bescheid, dass ich mich vom Herzen auf jeden Fall freue. Und das ist hier das Paket, das angekommen ist. Und eigentlich müsste ich die Kamera mal wirklich ein bisschen weiter wegstellen, damit ich das sehe. So, warte, wir zocken jetzt erstmal kurz. Und guck mal, ich muss mal ein bisschen weiterfahren. Auf jeden Fall geht es jetzt gleich richtig los, Leute. Und wir wollen das Fanpaket mal auspacken. Muss die Kamera bloß mal ein bisschen hindingsen. Sieht man immer noch nicht. Ist ja furchtbar mit der Cam. So. So, ich hoffe, jetzt sieht man das ein bisschen besser. Ich habe das Klebeband schon abgemacht. Herzlich willkommen zum Erwachsenen-Stream. Ja, Tatsache, das war's. Ja, ist auf jeden Fall Erwachsener-Stream. Und ihr seht schon, es ist schon komplett voll mit Games. Ich danke dir auf jeden Fall, dass das Paket mich auch so schnell ereilt hat. Ist sehr schön. Und wollen wir schon bei God of War mal anfangen. Da freut mich natürlich sehr, dass du mir God of War, den allerersten Teil von die PlayStation 2, mitgeschickt hast. Und ist mega, Alter. Ist auf jeden Fall echt mega. Dann halt noch Killzone. Der erste Teil war ja, sag mal, mit einer der besten Teile. Die Teile danach, naja, da kann man sich drüber streiten. Dann haben wir hier noch Spider-Man gekriegt, Spider-Man 2. Für jeden, der das Spiel natürlich kennt, der sollte wissen, dass der erste Teil auch schon sehr geil war und der zweite Teil aber mit meinem Lieblingsbösewicht aus der Spider-Man-Serie, und zwar Dr. Octopus. Dr. Octopus! Und wir machen jetzt einfach mal wieder höher. Jetzt habt ihr das Paket ja gesehen. Und hier, bestes Spiel überhaupt. Und da kriegt ihr natürlich mega, Alter. Mega, Alter. Du hast mir Yu-Gi-Oh! Geschickt. Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Ist noch mit den alten Karten, mit den weißen Drachen, mit halt die erste Kampagne sozusagen, die erste Staffel von Yu-Gi-Oh! Ist hier mit drinne. Und es freut mich sehr. Vor allem, weil die Monster alle auf den Karten stehen und nicht die Karten nur da sind. Ja? Gut, machen wir mal weiter. Desert Storm, richtig geil. Das erste Fanpaket, ja, freut mich sehr. Desert Storm habe ich damals für die Xbox gezockt. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Conflict Desert Storm ist auch, glaube ich, das, was du meintest, was ich. Da sieht die CD auch ziemlich geil aus. Und früher, weil ich halt richtig geil finde, jetzt mal um ein bisschen Atmosphäre aufkommen zu lassen aus den 90ern. Das waren halt noch richtige Bücher, das waren halt noch richtige Dinger. Also heute hast du ein Blatt, heute hast du ein Blatt, wahrscheinlich, wo vorne das Cover drauf ist, und das war's so. Ich stehe irgendwie drauf auf diese Handbücher, auch wenn man sie wirklich nicht braucht, aber irgendwie ist das fancy, Alter. So. Ja, von Tom Clancy Ghost Recon müssen wir gar nicht anfangen zu reden. Zeug ja gerade Wildlands, sozusagen den Nachfolger. Thunderhawk oder Thunderhawk Operation Phoenix kenne ich gar nicht, ja. Das Spiel kenne ich überhaupt gar nicht, kann ich gar nicht mit anfangen. Scheint einfach nur so ein Black Hawk Down Kampf-Hubschrauberspiel zu sein. Dann Turok. Mit eins der besten Spiele, die du mir geschickt hast. Turok ist auch an sich, glaube ich, am ältesten, oder? Ich guck mal kurz hier, ob es. Hier gab es früher nämlich eine Waffe, mit dem konntest du den die Gegner die Gehirne aussaugen. Ich glaube, das war in Turok 2 und nicht in Turok 1. Das war die beste Waffe in einem Computerspiel, die ich kenne. Wir könnten ja auch mal ein Best-of machen von Computerspielen, Waffen oder so. Habe ich mir auch schon überlegt.
Das ist vielleicht wirklich nicht das Schlechteste. Auf jeden Fall war Turok 2 mit dem Gehirn auch sagen, aber richtig geil. Turok, gegen Dinosaurier kämpfen, ihr wisst, Trust Your Instinct. Wie viele englische Sachen halt damals hier noch drauf standen und sehr lustig. So. Dann geht's weiter mit dem Spiel, was ich, ja, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Das 3 war 3. 3 war. Weiß ich nicht. Das werden wir uns natürlich auch mal angucken. Ich hoffe, dass Oscar seine PlayStation mitnimmt. Mit Oscar wird auf jeden Fall ja noch ein bisschen länger laufen. Dirt 3, Dirt 3, 3 war 3, wird wahrscheinlich nicht wie Dirt 3 sein, aber wird trotzdem geil sein. Freue mich auf jeden Fall. ESPN. Das ist ein Footballspiel oder was? Sieht eher aus wie ein Abklatsch, wenn ich ehrlich bin, von einem richtigen Footballspiel und nicht von einem Spiel, was, sag ich mal, seriös wirken möchte. Aber hier ist so eine Originalunterschrift von Terrell drauf, so. Oder wie immer der Junge heißt, kann eh kein Mensch lesen, kann auch Rick auch nicht geschrieben haben. Naja, ist glaube ich auch nicht so der Klassiker. Dann gibt es hier noch ein Spiel, was mich sehr fasziniert hat. Spy Hunter, als ich es gesehen habe, ist ja der Wahnsinn. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das könnte echt eine geile Sache sein. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das selber hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich das selber mal gespielt habe. Kommt mir sehr bekannt vor, Spy Hunter. Auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall von Midway hier published. Sehr geil. Dann kommen wir zu einem Klassiker. Age of Empires. Und zwar Age of Empires 2. Für mich mit eins der schönsten Age of Empires, weil einfach, weil ich damit mehr oder weniger groß geworden bin und damit verdammt viele Zeit verbracht habe und Stunden in meinem Zimmer saß, um zu zocken. War auf jeden Fall geil. Habe ich aber damals alles auf dem PC gezockt. Wie gesagt, Aufbauspieler habe ich immer auf dem PC gezockt, deswegen interessiert mich da auch die PS4-Version, die PS2-Version ganz besonders. Brothers in Arms, Road to Hill 30. Richtig geil, richtig mega geil, Alter. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal Ja, auschecken, ansonsten. Und definitiv. da kommt gerade der Tim in die Party. Ja, ich pack gerade mein erstes Fan-Paket aus, Tim, im Livestream bei Twitch. Kannst du gerne mal vorbeischauen, wenn du reingucken willst. Wir haben jetzt schon die Hälfte ausgepackt. Und Ja, lass mich mal ein Spiel kurz, dass ich da auf jeden Fall reinkomme. nee, den Controller habe ich jetzt gerade nicht in der Okay. Hand. Musst du mal kurz warten. Das ist Ich muss bestimmt mich aber geil. noch mal kurz muten, ja? Ja, mute dich Ich einfach höre mal dich kurz. Dann aber. kann ich hier mal weiter quatschen. Kannst ja auch mal gucken. Dann lade ich dich auch mal schnell ein. Warte kurz, Leute. Dann lade ich immer schnell ein. Oh, falsche Taste. Ich danke dir auf jeden Fall vom Herzen für das Fanpaket, Big L. Und ja, liebe Grüße von mir auf jeden Fall, von den Gebrüder Games. Wir freuen uns alle, auch von Oscar. Brothers in Arms wird ein richtig geiles Spiel sein. Das werden wir wahrscheinlich auch richtig durchsuchen. Dann Call of Duty 3. Das wird bestimmt auch echt geil. So. Bin mal gespannt. Wie gesagt, jetzt brauchen wir halt bloß noch genug Geld. 3x3 ist auch eher nicht so geil. Egal. Also, für alle Leute, die hier gerade mitspielen, also Tim, ich habe irgendwo, habe ich mich rausgegraben aus irgendeiner Höhle und habe da ganz viele Dia-Sachen versteckt in der Kiste. Ich wusste halt nicht mehr zurück und musste mich dann umbringen. So, wir kommen jetzt aber erstmal weiter zu SmackDown. Yeah, SmackDown vs. Raw. Und 2007-Version. Was denn da? Hä? Stand da jemand auf den Gleisen? Mit ihrer. Der coolste Spieler, an den ich mich auch erinnern kann. Aber Wrestling war immer geil. Ausgeschlossen so. So, dann kommen wir weiter zu Scarface. Scarface habe ich auch gezockt. Damals auch ein ziemlich geiles Spiel. Musst du halt. Ach, verdammt viel. Du musst Koks verkaufen, überall das hin und her bringen. Hin und her von deinem Imperium halt aufbauen. Und auch nicht schlecht. Red Faction. Kennte man, sollte man auch kennen. Warum reicht es denn nicht? Sag mir denn mal. Warum reicht es denn nicht? Warte mal. Verstehe nicht.
Warte, wir machen mal kurz weiter. Ja, dann geht's weiter mit Man in Black. Man in Black 2, nee, doch Man in Black 2, Alter. Das war ja schon. Jetzt funktioniert's, ich muss nach oben drücken. Ziemlich geiles Spiel wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt, so ein Alien-Spiel. Weiß ich gar nicht, Man in Black-Spiel habe ich auch gar nicht gespielt. Same Planet, New Scum. Richtig geil, da freue ich mich richtig drauf, Digga. Dann kommen wir nochmal zu Medal of Honor, habe ich damals auch gezockt. Genau den gleichen Teil, Frontline. Ist dope. Hat mir auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Hat dir wahrscheinlich auch Bock gemacht. Und dann kommen wir noch zu Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Habe ich auch gezockt. Auch richtig geil. Wusste gar nicht, dass ich das für die PlayStation 2 habe. Ich dachte, war schon PlayStation 3. Aber nee, wann wurde die published? Irgendwann 2005? Ja, kann hinkommen. So Leute, und das war's. Ist alle. Und insgesamt sind es, glaube ich, genau 20 Spiele. Und ich danke dir auf jeden Fall, Lunte, für dein Netted Fan-Paket. Und hoffe, da kommen noch mehr. Und was wir Let's Playen, könnt ihr dann da draußen entscheiden. So. Was wir Let's Playen, könnt ihr denn da draußen entscheiden und gerne mit upvoten. Ansonsten auf der Facebook-Seite oder unter dem Video. Das Video werde ich noch einzeln hochladen auf YouTube. Dann könnt ihr euch das gerne anschauen und entscheiden, ob ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen. Dann lasst ein Abo da. Ansonsten Like, wenn euch das gefallen hat. Danke nochmal am Big L für das supergeile Paket. Die 20 Spiele werden wir im Oktober durchzocken. PS2 Time heißt es dann. Wenn wir von der PS2 ein bisschen aufnehmen, ein paar Let's Plays machen. So ein bisschen back in die Roots, wenn es langsam ein bisschen kälter wird, man ein bisschen öfter drinnen sitzt und man ein bisschen zurückdenkt, okay, wie war es früher so? So Familientime, so weißt du. Und da passt so ein Thema eigentlich ziemlich gut rein. PS2 konnte sich damals ja auch nicht jeder leisten. Da hatte man eh eine zu Hause und da hat man schön zu Hause zusammengesessen und mal eine Runde gezockt. Vielleicht nicht mit der ganzen Familie, aber auch mit den Geschwistern, und das hat mir damals sehr Spaß gemacht und bringt auf jeden Fall Erinnerungen hoch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke dir auf jeden Fall, Big L. Liebe Grüße von den Bruder Games und wir sehen uns gleich wieder zum neuen Stream. Geht gleich weiter. Das war's jetzt erstmal. Peace out, Bruder Games. Ciao, ciao.